Herzlich zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine neue Brawl Stars und wir werden heute mit El Primo ein paar Runden spielen und haben mir gedacht, wir werden heute mal reingehen in Brawl Ball. In der Map ist Primo relativ stark und wir werden versuchen mal durchzucarryen. Auch vielleicht mit einem kleinen Handicap, und zwar werde ich es so probieren, ich schieße zuerst ein Eigentor und probiere dann das Spiel noch zu drehen. Ich habe 5 Spiele Zeit, das zu schaffen. Und ich hoffe mal, es funktioniert. Also, ein 700er Primo, ich hoffe, es geht klar. Let's go. 5 Runden Zeit, um so ein Spiel dann noch zu drehen. Ich hoffe, ich schaff's gleich beim ersten Versuch. Okay, Jungs, wir werden es gleich beginnen. So, also 1-0. Oh, das ist so gut allein schon weh. Na, es war nicht gut klug genug. Und damit ist auch noch auf. Nein, das wird es nicht werden. Schade. Oh! Ja, schade. Die erste Runde geht schief, aber da waren alle die Mates auch nicht wirklich gut am Start. Schade. Okay, erste Runde geht also leider daneben. Runde Nummer 2 muss es jetzt regeln. Ich bin gespannt. Ich muss erstmal den Ball kriegen. So, also 1-0 für die Gegner. Ist das der gleiche Mate von vorhin? Oh no, 2-0 schon. Nee, Mate carried. Okay, wir leben noch. Der Bull nimmt mir das auf jeden Fall übel, was ich gemacht habe. Okay, ich komme da mal nicht durch. Ah, oh, das wird schwierig, auch gegen die. Wenn der Bull es jetzt gut macht, wenn wir es jetzt gut machen. Oh, dieser Mate carried. 1-1. Wir leben wieder. Bull. Bull macht es. Ich muss nichts tun. Meine Mates carryen auch so. Easy one. Wir hätten das ja so locker gewonnen, Leute. Ich muss mir den mal anschauen. Ich glaube, das war ein relativ starker Spieler. Nicht einmal. Okay. Trotzdem haben wir es geschafft. Das bedeutet, wir können die letzten 3 Runden einfach so spielen. Die Challenge in Versuch Nummer 2 erledigt. Oh. Wichtig. Schön. Schön, wie Primo hier durchcarried.
Jetzt sehr wichtig, keine Fehler machen. Jetzt wichtig, keine Fehler machen. Jetzt wichtig, das Spiel Karen. Der Allerleichte wird in dieser Runde Starspieler. Er ist ja dafür bekannt. Und das wird ein ganz schweres. Oder. Oder. Nein. Fehler. Er gibt mir den Ball. Nein. Es wird ein schweres. Nee, die Kampf von ihnen ist zu stark. Ich bräuchte die Ult, dann könnte ich was anstellen, aber ohne Ult. So wird das einfach nur eine Horroraufgabe. Jetzt habe ich die Ult, aber meine Mates AFK gefüllt. Zum Glück schafft es der. Wo hat es noch nicht? Nein, der Kopf ist durch. Ja, die waren leider zu stark. Schade, Leute. Dann werden wir das Ganze nochmal mit Rico probieren, denn ich will jetzt den Primo ungern wieder runterfallen lassen auf unter 700. Oh, wichtiger Kill. Unnötig geholt. Aber sie schafft's. Sie werden's durchbringen. Nee, doch nicht. Wow. Au, oh, wichtiger Kill. Ja, schade. Der bekommt er mich leider. Aber die Runde könnten wir rein theoretisch gewinnen. Obwohl B ja auch ultra schwierig ist, da zu defensen. Dabei ist jetzt low. Noch der Primo fast down. Und jetzt könnte der Primo mit einem guten Push davor. Was macht er? Er macht das Falsche. Aber jetzt. Guter Pass, gutes Auge. 1-0. Alter, ich krieg so viele Nachrichten, Leute, sorry. Ja. Da muss jemand Starspieler sein, der nennt sich BCS YouTube. Danke für den Ball. BCS YouTube. Somit sind wir hier mit diesem Video durch. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Wenn ihr auch mal die Zero to Hero Challenge spielen wollt, dann macht das gerne mal. Macht auch gerne ein Video draus und schickt mir dann am besten auf Discord den Link zu diesem Video. Dann schaue ich mir das mal an, ob euch das auch gelungen ist. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Ciao.